Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute machen wir mal Open Bricks. Und zwar ein schönes Review zu dem guten Stück. Das ist die OB für Open Bricks Strich WS 0825. 303 Teile. Und mehr dazu zu dieser Rocket seht ihr nach dem Intro. Jawohl. So, und zwar. So sieht das gute Stück von vorne aus. So von hinten. Man sieht da unten schon, da leuchtet was. Bei dem da bin ich ein bisschen skeptisch und wofür die Funktion ist, weiß ich noch nicht. Aber wir werden sehen. So. Von der Seite sieht man, wie groß das gute Stück sein soll. Und zwar 47 cm. Und das ist schon nicht wenig. Jo, nichts weiter. Nö. Dafür Zähnchen passt ein bisschen auf Klemmi auf, weil Klemmi ist ja schuld, wissen wir ja. So, schauen wir da hin. Mit dabei war eine Tapete. Ja. So. Und der Musk. Aber natürlich nicht andere. Dann haben wir ein Faltblatt. So sieht's aus. Und so sieht's aus, wenn ich es auspacke. Große Rakete, also muss das Ding auch groß sein. So, wir haben hier 56 Bauschritte. Und oh, relativ simpel, leicht. So. Und dann kommt hier unsere Rakete. Hey. Passt. Passt. Also, was war das jetzt von mir? 47 cm. Also habt ihr ein Sichtfeld von 47 cm. So. Jetzt kann ich hier unten noch das Licht anmachen. Dafür sind hier unten 4 Leuchtsteine drin. Diese Stange war dann separat dabei für die Leuchtsteine. Und ansonsten waren diese beiden Teile hier noch übrig. Ich habe gehört, bin mir aber nicht sicher, dass es sich hierbei um Woma-Steine handelt. Bis jetzt hatte Woma-Steine für mich immer zu starke Klemmkraft, aber die hier ist wirklich okay. So, wenn ich das hier hochhebe, ja, klappt. Und auch so zerbricht sie gerade nicht, ist gut. Man kann sie von dem... Sockel abnehmen, weil jetzt sollte der Anker dabei sein. Und auch hinstellen. Ja, gut. Sockel, ja. So von unten, so von oben, da sieht man die 4 Leuchtsteine und seitwärts so eine gewisse Abstützung, alles mit diesem Transclear Orange. Und der Fokus jetzt mitspielen würde. Ah, hier haben wir die Rakete. 4 Antriebe. Dafür habe ich hier unten 4 Düsen und eine große Hauptdüse. Ich hätte es besser gefallen, wenn diese Leuchtdinger hier drin gewesen wären. Weil das Leuchten war doch mal oben, unten am Boden und die Rakete hier. Na gut. So. So kommt die dann auf euch zu. Sie ist in verschiedenen Ebenen gebohrt, aber mit Stangen halt verstärkt.
Wie gesagt, wir haben hier vier einzelne Träger, die man aber leider nicht absprengen kann. Hier oben ist dann die Kanzel. Hier ist das, was man auf dem Kartonblatt gesehen hat. Wofür ich aber nicht genau weiß, wofür. Landeklappen. Genau wie hier. Ja. Kann man verstellen. Es ist ein, sagen wir mal, Strümskis, ne? Kann man in die Vitrine stellen und schön ist das. Und wenn man halt möchte, dann macht man hier halt die Aufkleber drauf. Im Groben und Ganzen denke ich mir, dass es eine Ariane sein soll. So. Ich stelle das Ganze mal hier wieder drauf. So. Dann war da jetzt 47 schon dran, ne? Mal gucken, auf was ich komme. Ja, 47 komme ich auch. Ist in Ordnung. 47 in der Höhe. Die Breite ist ja, 9,5 im Quadrat. Und die Rakete selber. Das ist schlecht zu wissen. 10. 10 im Quadrat. So, passt dann eher. Und ja, die Antriebsflügel hier sind eigentlich genauso breit. Bauen hat Spaß gemacht, auch wenn es halt fast nur weiße Teile sind. Farbabweichung habe ich nicht großartig festgestellt, hatte ich gar keine. So. Und mal so. Die pure Optik und zum Hinstellen. Sorry, einfach mal. Oh, Daumen hoch. Da hat OpenBricks was Nettes auf die Beine gestellt und verkauft. Mir. Bauen hat Spaß gemacht. Wäre viel schön gewesen, wenn man die hier absprengen könnte, aber das geht nicht. Viel mehr wüsste ich jetzt nicht dazu zu sagen. Also hier oben, das lässt sich nicht so einfach abnehmen. Na gut. Ja, dann schreibt man mal in die Kommentare, so sehe ich mir, was ihr von der Gutmarkete haltet und wie ihr sie findet. Wenn ihr Interesse habt, guckt mal bei OpenBricks auf die Seite. Die haben die garantiert noch da. Das heißt also Versand aus Deutschland. Und ja. Von mir gibt das einen klaren Daumen hoch, ist in Ordnung. Ihr schreibt in die Kommentare, ihr guckt vielleicht das eine oder andere Video von mir noch an. Und ansonsten sage ich, bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.